Ein herzliches Willkommen sowohl an die YouTube-Gemeinde als auch an die Zuschauer, die uns eben schon im Teil 1 der Sendung verfolgt haben. Denen muss ich meinen Gesprächspartner nicht mehr vorstellen, den anderen wahrscheinlich auch nicht. Sie sehen es gerade eingeblendet, Volker Schulz vom Aktionärsbrief ist mir nebenan, vom Büro nebenan zugeschaltet. Sie sind hier, um den Schnelltest zu gucken, nicht um mich reden zu hören. Sie wollen wissen, welche Aktien wir dabei haben. Und wir fangen mit der ersten Aktie an. Um nicht zu sagen, die ersten 5 Aktien sind Zuschauerwünsche. Also 5 Aktien sind diesmal, einer mehr als beim letzten Mal, beziehungsweise einer mehr als üblich sind Zuschauerwünsche. Mit denen fangen wir auch an. Und die erste Aktie ist die Baidu. Volker, du hast mir aufgeschrieben, genug ist genug. Ja, genau. Baidu hat ja einen Strammkursverlust hinter sich gebracht in den letzten Wochen und Monaten. Interessanterweise stehen dahinter auch in erster Linie Hedgefonds. Hier gab es zahlreiche Margin Calls und dadurch ist die Aktie massiv unter Druck gekommen. Einige große Adressen wie George Soros, die sind inzwischen eingestiegen, haben Baidu in den letzten Wochen und Monaten aufgesammelt, haben recht große Positionen inzwischen aufgebaut, um eben diese Korrektur zu nutzen. Was ist Baidu? Baidu ist ja die führende Suchmaschine Chinas mit einem Umsatzanteil bei Baidu von etwa 71%. In China selbst beherrscht man ja den Suchmaschinenmarkt mit 77% Anteil. Hier generiert man auch den größten Gewinn. Das heißt, die Suchmaschine, wenn man es anders formuliert, ist wirklich auch das einzige Segment, mit dem Baidu im Moment Geld verdient. Aber eben auch gutes Geld verdient. Man wächst hier um etwa 10% jährlich. Das Ganze wird mit einem KGV von 20 bezahlt. Dazu kommen aber noch andere Bereiche, die in den nächsten Jahren immer wichtiger werden. Das ist zum einen das Streaming-Geschäft. Man hält ja an Chinas größtem Streaming-Unternehmen etwa die Mehrheit. Das heißt, 27% des Umsatzes von Baidu kommen über das Streaming-Geschäft. 8% kommen über das Cloud-Geschäft noch, was jährlich zwischen 50% und 100% wachsen wird. Und dann kommt noch ein anderer Bereich, der ebenfalls noch nicht profitabel ist. Und das ist natürlich die Tochter Apollo. Das ist die Nummer 1 in China, was das autonome Fahren angeht. Man hat Stand Ende letzten Jahres 4,3 Millionen Testmeilen in China zurückgelegt. Man hat 199 Lizenzen inzwischen erworben. Man hat 210.000 Personenbeförderung autonom inzwischen unternommen bei 0 Unfällen. Das muss dazu gesagt werden. Also man ist in China mit Abstand die Nummer 1. Und wenn man sich manche Prognosen anschaut, zum Beispiel von IHS Market, 2040 rechnen die damit, dass wir weltweit etwa 33 Millionen Fahrzeuge haben, die autonom fahren. Und davon fährt eben gut die Hälfte, soll davon bereits in China fahren. Man hat zahlreiche Patente, was das Thema künstliche Intelligenz angeht, nämlich über 5.700 in China. Da ist man in China sogar vor Tencent und vor Alibaba die Nummer 1. Also hier gibt es noch viel Fantasie in anderen Bereichen. Die Aktie wird mit KGV 20 bewertet. Keine hohe Bewertung. Angesichts der Probleme, die die Hedgefonds hier mit ihren Margin Calls hatten, ist die Aktie zu Unrecht so stark abgestraft worden. Und deshalb erachte ich das aktuelle Niveau für kaufenswert. Dieser Wert bleibt auf Wachstumskurs AT&S. Ja, das ist ein super spannender Wert, den ich auch im Aktionärsbrief immer mal wieder sehr regelmäßig bespreche. Wir hatten ihn ja in Aktionärsbrief Nummer 31 im letzten Jahr. Das war im August, September etwa. Da haben wir die AT&S ja bei etwa 15 Euro zum Kauf bereits empfohlen. Wir haben eben getitelt, AT&S profitiert mittelfristig von den großen Trends. Das sind eben 5G, Big Data, künstliche Intelligenz und natürlich IoT. AT&S ist eben ein wichtiger Leiterplattenhersteller. Zugleich erweitert man im Moment das Portfolio um sogenannte IC-Substrate. Ja, das sind Verbindungselemente zwischen Leiterplatte und dem Chip. Und diese Substrate sind enorm wichtig für 5G-Prozessoren, denn ohne diese Substrate würde man bei diesen 5G-Prozessoren nicht diese hohen Geschwindigkeiten erreichen. Das heißt, die Technologie von AT&S ist auch gerade in Europa
existenziell für den 5G-Ausbau. Und ja, jedes vierte Handy in Europa besitzt inzwischen AT&S-Technologie. Und wir treten nun mal jetzt in ein 5G-Zeitalter ein. Das Unternehmen hat ja jetzt auch schon die Q1-Zahlen gebracht. Man rechnet für 2021 erneut mit 13-15% Umsatzwachstum. Und das bei steigenden Margen. Die EBITDA-Marge, die liegt so ungefähr zwischen 21-23%. Sehr, sehr ordentlich ist das. Wir haben eine sehr starke Cashflow-Generierung, was diese starken EBITDA-Margen ja schon zeigen. Und wir haben KGV von 13, was eine sehr moderate Bewertung ist. Ich habe natürlich das Problem, ich habe sie letztes Jahr im Sommer bei 15 Euro empfohlen. In der Spitze ist ja bis 34-35 Euro schon gelaufen. Im Moment gibt es eben die Korrektur, weil wir bei den Tech-Werten insgesamt ja ein schwaches Sentiment haben. Aber ich sage, um 25-26 Euro wäre ich bei dem Wert natürlich sofort wieder dabei. Das Thema ist noch nicht gegessen. Also ich kann mir hier gut mittelfristig auch Kurse Richtung 40 Euro vorstellen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal einen ETF im Schnelltest gehabt haben. Jetzt haben wir einen, und zwar den Global Clean Energies. Da stellt sich die Frage, ist die Luft raus, Volker? Euphorie ist weg. Ja, der Global Clean Energy ETF war natürlich letztes Jahr oder beziehungsweise bis Februar dieses Jahres war das natürlich der absolute Hit. Die Euphorie, die war am Ende 2020 sicherlich zu viel. Wir hatten Bewertungsansätze vieler Titel, die auch in diesem ETF enthalten sind, die einfach viel, viel zu hoch sind. Und ja, Grund waren eben einfach diese massiven ETF-Zuflüsse, was dazu führte, dass die Bewertungen am Ende so ausgeufert sind. Ich nenne nochmal das Beispiel Encavis, was auch Ausdruck dieses Hypes eben war. Da hatten wir in der Spitze 26 Euro und da war sie einfach brutal überbewertet. Jetzt sind wir bei 15 und jetzt kann man da auch bei Encavis mal so langsam wieder darüber nachdenken. Mehr als 20 ist es sicherlich nicht wert. Ich hatte ganz interessanterweise auch das war im Frühjahr genau ein Interview mit dem Vorstand von 7C Solarparken und der hat mir das Ganze auch nochmal erklärt. Ich hatte ihn gefragt, warum sein Kurs hinter anderen Titeln aus dem regenerativen Energienbereich so zurückhängt. Warum kann er Encavis nicht folgen? Und er hat eben definitiv gesagt, er kommt mit seinem Unternehmen eben nicht in diese ETFs rein, Encavis schon, und dadurch sind die Kurse getrieben worden. Inzwischen hat sich alles relativiert. Der ETF selbst ist jetzt natürlich auch wieder attraktiver geworden. Ich denke schon, dass man hier mit einer ersten Position wieder reingehen kann. Wir werden jetzt im Juli wahrscheinlich die Verabschiedung schon des Infrastrukturprogramms in den USA von Joe Biden haben. Da spielt ja das Thema erneuerbare Energie eine entscheidende Rolle. Das könnte dann vielleicht der Auslöser sein. Aber ich will nicht nur alles rosig malen. Wir müssen natürlich zwei Punkte beachten. Das ist zum einen der massive Anstieg der Rohstoffpreise, die auch gerade die Rohstoffe, die für regenerative Energien benötigt werden. Und was auch ganz wichtig ist, wir müssen die Zinsentwicklung gerade auch vor den aktuellen Inflationsdebatten ein bisschen im Auge haben. Denn ich kann mich noch an die Zeiten von 2009, 2010 erinnern. Da war es so, dass zum Beispiel bei Windparks etwa die Hälfte der Betreiberkosten Finanzierungskosten waren. Also das spielt schon eine sehr große Rolle für diesen Sektor. Und massiv steigende Zinsen kann der Sektor definitiv nicht gebrauchen. Das sollten wir unbedingt beobachten. Ansonsten würde ich sagen, ganz klar grünes Licht für diesen Sektor, jetzt nach diesen deutlichen Korrekturen. Der nächste Zuschauerwunsch kommt hier ganz aus der Nähe, aus Düren. Es handelt sich um die SFC Energy. Ja, beste Grüße nach Düren. Ich mag den Wert SFC Energy. Ich kenne auch den CEO. Ich habe ihn schon auf vielen, vielen Veranstaltungen getroffen. Ich mag den Wert auch besonders im Vergleich zu den gehypten Titeln wie Nel oder Plug Power. SFC ist ein deutscher Wasserstoffwert. Es geht um stationäre und mobile Hybridstromversorgungslösungen, ja, zum Beispiel für die kritische Infrastruktur, aber auch für den Markt der Wohnmobile. Spannendes Thema. Interessant finde ich bei SFC, dass man eben 2021 schon kaum noch Geld verbrennt. Ja, man ist sogar operativ in den schwarzen Zahlen. Das erste Quartal war stark mit 13,8% EBITDA-Marge. Wir haben einen Börsenwert von 316 Millionen Euro. Das heißt, wir haben noch nicht mal eine fünffache Umsatzbewertung für 2021. Rechnet man etwa mit 68 Millionen Umsatz in der Mitte der Spanne. Ich denke aber,
dass wir im zweiten Halbjahr bei SFC einige Großaufträge noch sehen werden, gerade auch aus dem Defense-Bereich von der Bundeswehr hier. Wir haben Ausschreibungen von über 100 Millionen Euro im Moment in dem Bereich laufen und SFC sollte sich hier einen gehörigen Posten sichern können. Also die Aufträge, die werden im zweiten Halbjahr sehr vermutlich kommen und ich gehe auch relativ fest davon aus, dass man in diesem Jahr noch einmal die Prognose erhöhen wird. Also das ist Wasserstofffantasie zu einem akzeptablen Preis und damit kann ich leben. Warburg hat ja neulich ein Ziel oder kürzlich ein Ziel formuliert von 35 Euro. Ich bin immer ein bisschen konservativer. Ich sag mal 30 Euro bis Ende des Jahres, das kann ich mir sicherlich vorstellen. Und der vorerst letzte Wert aus Ihren Reihen kommt aus China und es handelt sich um Solargas. Und wenn jemand weiß, wie man das ausspricht, dann ist das Volker Schulz. Ich freue mich auch schon auf die Kommentare unter dem Video. Ja, darauf bin ich auch am meisten gespannt. Also es handelt sich um Xinyi, ich sage jetzt mal Xinyi Solar. Das ist ein chinesischer Hersteller von Solarglas. Damit macht man etwa 75% des Umsatzes. Man hat einen Weltmarktanteil inzwischen von 32%. 74% der Umsätze generiert man selber in China. 2020 war ein tolles Jahr mit über 40% Wachstum bei Bruttomargen von sehr ordentlichen 57,1%. Ich achte ja immer sehr auf die Bruttomarge und die gefällt mir definitiv bei diesem Unternehmen. Man muss aber auch dazu sagen, 2020 hat es wirklich Kapazitätsengpässe im Sektor gegeben und 2021 wurden reichlich Kapazitäten ausgebaut. Das heißt, man geht davon aus, dass die Preise für Solarglas 2021 sogar deutlich fallen könnten. Gleichwohl wird das Unternehmen weiter wachsen. Man wird aufgrund dieser fallenden Preise nicht mehr die Wachstumsdynamik aus 2020 hinbekommen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man irgendwo zwischen 20% und 30% am Ende wachsen wird. Der politische Rahmen, der ist ohnehin gut. Ja, in China hat Präsident Xi das Ziel gesetzt, bis 2060 kohlenstoffneutral zu sein. 25% des Energiemixes, das soll dann aus erneuerbaren Energien kommen, beziehungsweise bis 2030, genau, will man 25% aus erneuerbaren Energien generieren. Und der Anteil des chinesischen Energiemixes aus Solarenergie, der soll eben schon bis 2023 von 2% auf 6% steigen. Also man hat da sehr ambitionierte Ziele. Das KGV des Unternehmens liegt etwa um die 27. Ich will mich da jetzt nicht plus minus 2, 3 Punkte festlegen, aber das ist eine Bewertung, die okay ist. Und ich denke, nach der Kurshalbierung, die wir hier jetzt gesehen haben, warum nicht, Fuß in die Tür, denke ich, ist akzeptabel. Drei Werte haben wir noch für Sie, die kommen aus unseren Reihen und wir fangen an mit der Alteryx. Die Trendwende lässt auf sich warten, Volker. Wie war Q1? Genau, ich hatte sie ja bei über 100 Dollar hatten wir hier Kasse gemacht, weil die Wachstumsdynamik eben rausgeht. Grundsätzlich ist es ein gutes Unternehmen. Es geht eben um eine Data Analytics Plattform auf KI-Basis und das letzte Quartal bzw. das erste Quartal, das kann sich durchaus sehen lassen. Wir sehen zwar ein Nachlassen der Wachstumsdynamik, aber es war ordentlich und es lag über den Erwartungen. Also inzwischen ist relativ viel eingepreist. Und die wichtigste Kennziffer, die wir hier eben immer auch betrachten müssen, das ist der wiederkehrende Umsatz. Und der stieg eben um 27% ja, auf 513 Millionen Dollar. Und für 2021, also für Dezember 2021, prognostiziert man diesen wiederkehrenden Umsatz bereits auf 625 Millionen Dollar. Das wäre ein Plus von 26%. Was mir auch gefallen hat an den Zahlen ist, dass die Bruttomarge mit 91%, was sehr, sehr hoch ist, was unglaublich hoch ist, sehr stabil blieb. Man hat 10% Free Cashflow Marge generiert, was auch völlig in Ordnung ist. Und gemessen an diesem wiederkehrenden Umsatz ist das Kurs-Umsatz-Verhältnis dieses Unternehmens inzwischen auf Faktor 8 gefallen. Ja, wir hatten letztes Jahr da ganz andere Zahlen. Da lag die Kursumsatzbewertung teilweise bei über 20. Also wir haben hier deutliche fundamentale Verbesserung, was die Bewertung angeht. Wir müssen natürlich schauen, ob man diese Prognosen, die man jetzt hier gestellt hat, auch erfüllen kann. Erfüllt man sie, muss man sagen, kann man wirklich anfangen, diesen Wert jetzt einzusammeln. Also ich denke, es ist ein Versuch wert. Es ist ein sehr gutes Unternehmen.
Die Aktie hat sich mehr als halbiert inzwischen und deshalb ist sie für mich auf dem Niveau zumindest eine Anfangsposition wert. Immer wieder Rückschläge bei den Glyphosat-Klagen. Und wenn ich Glyphosat sage, wissen Sie alle, wir sprechen von Bayer. Genau. Bayer muss mal wieder bei den Glyphosat- und bei den PCB-Vergleichen in den USA nachbessern. Es ist aber allerdings auch üblich, dass man in solchen Prozessen eventuell sogar mehrmals nachbessert. Das ist nicht ungewöhnlich. Hier geht es um etwa 2 Milliarden Dollar. Ich denke, wir müssen uns noch 1 bis 2 Monate gedulden, bis wir hier dann ein endgültiges Ergebnis haben. Bayer betont ja, dass man jetzt relativ kurzfristig auch wirklich einen Schlussstrich unter diese Thematik ziehen möchte. Ob es gelingt, ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber man muss auch ganz klar sagen, wenn das gelingt, dann ist Bayer natürlich mit Abstand der unterbewerteste Titel im DAX. Denn Bayer schafft in normalen Zeiten eine Free Cashflow-Marge, jetzt gemessen am Börsenwert von 10 bis 11%. Das ist wirklich eine Menge. Das sind 6 Milliarden Euro. Wir haben einen Börsenwert von 55 Milliarden Euro. Und diese Verhältnisse sind einfach viel, viel zu tief. Das schafft so kein DAX-Unternehmen. Also wird Glyphosat behoben, dann kann Daimler wirklich wieder in Regionen um 100 Euro steigen. Nur das Thema muss natürlich aus der Welt geschafft werden. Und bei dem letzten Wert für heute sehen wir einen ersten zarten Erholungsansatz, BYD. Genau, da schauen ja sehr, sehr viele Privatanleger schauen ja auf BYD. Es ist eben die preisgünstige Alternative zu Tesla, aber sicherlich auch eine qualitativ sehr gute Alternative. Es wurde in der letzten Zeit über E-Mobility bei BYD sehr, sehr viel diskutiert. Ja, man muss die Kapazitäten ausbauen, man wechselt auf Eisenphosphat-Batterien. Das kostet alles Geld. Das heißt, die Gewinnerwartungen der Analysten, die sind alle so ein bisschen runter korrigiert worden. Aber man muss BYD eben langfristig betrachten. Und wenn man BYD betrachtet, dann darf man nicht nur an E-Mobility denken. Das machen ja sehr, sehr viele. Die denken dann an die Autos und an die Busse, aber es ist eben noch viel mehr. Was sehr, sehr spannend werden kann im zweiten Halbjahr, das ist dieses Monorail-Geschäft, was BYD hat. Das ist ein spannender zukünftiger Umsatzbringer, den man nicht vergessen darf. Da laufen aktuell zahlreiche Verhandlungen über internationale Projekte, diese Skyrail-Projekte auch in den USA. Da geht es teilweise um sehr, sehr hohe Summen. Das ist für BYD ein echter Milliardenmarkt in Zukunft. Und ich rechne damit, dass wir im zweiten Halbjahr hier doch einige sehr, sehr positive Nachrichten bezüglich dieser Monorail-Systeme bekommen werden. Und es geht auch hier um einen Milliardenmarkt für BYD, das darf man nicht vergessen. Volker, damit sind wir am Ende des Schnelltests angekommen und natürlich auch am Ende der gesamten Sendung. Ich danke Ihnen, verehrte Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie uns zugeschaut haben. Ich danke dir, Volker, dass du dir die Zeit genommen hast und das für uns analysiert hast. Und ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Händchen an der Börse und vor allen Dingen auch schöne Pfingsttage. Machen Sie es gut, Ihr Michael Hüsken und Volker Schulz. Vielen Dank. Tschüss. Sehr gerne.